Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region. Gemeinsam mit Miriam und Peter Seißler begebe ich mich auf die Spuren der Sagen, die in der Region Neckartal und Odenwald verwurzelt sind. Wir wollen herausfinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt. Mein Name ist Noemi Girgler und ich begrüße Sie ganz herzlich zum RNZ-Podcast Sagenhafter Odenwald. In unserer vierten Episode befassen wir uns mit der heiligen Nothburga. Die heilige Nothburga. Hoch über Neckarzimmern thront die Burg Hornberg, welche vor allen Dingen als Wohnstadt des Götz von Berlichingen bekannt ist. Doch lange Zeit, bevor sich der berühmt-berüchtigte Ritter mit der eisernen Hand in jenem Gemäuer niederließ, herrschte dort oben ein König, der allen Anstrengungen eifriger Missionare zum Trotz den alten Göttern die Treue hielt. Seine schöne Tochter Nothburga hatte sich aber schon lange taufen lassen und war eine gläubige Christin. Als sie erfuhr, dass ihr Vater vorhatte, sie mit einem ebenfalls heidnischen Fürsten aus einem fernen Reich zu verheiraten, um sich mit diesem gut zu stellen, brach für sie eine Welt zusammen. Niemals wollte sie einen Heiden heiraten. Für sie kam nur ein gottesfürchtiger oder gar kein Mann in Frage. Also stahl sie sich klammheimlich aus der Burg und traf sich am Waldrand mit einem weißen Hirsch. Dieser zeigte keinerlei Scheu vor der jungen Frau, denn tatsächlich hatte sie das stattliche Tier von klein auf großgezogen. Der Hirsch geleitete sie hinab bis zum Neckar, wo an einem Steg ein kleiner Nachen festgemacht war. Mit diesem Boot setzte sie ans andere Ufer über und fand Zuflucht in einer kargen Höhle im zerklüfteten Steilufer. Als der alte Heide die Flucht seiner Tochter bemerkte, ließ er überall nach ihr suchen. Er rief sogar den zukünftigen Bräutigam um Hilfe an und machte sich selbst auf die Suche. Schließlich, nach einiger Zeit, entdeckte er die Ausreißerin in ihrem Versteck und forderte sie auf, nach Hause zu kommen und endlich die Vermählung zuzustimmen. Doch Nothburga weigerte sich strikt und lehnte jedes weitere Gespräch ab. Da wurde ihr Vater so zornig, dass er sie mit Gewalt aus der Höhle zerren wollte. Doch der Eingang war so schmal, dass er die junge Frau nicht recht packen konnte und er nur ihren linken Arm zu fassen bekam. Nichtsdestotrotz begann er mit aller Macht an ihr zu zerren, während sich Nothburga verzweifelt mit den Füßen gegen den Eingang stemmte und gleichzeitig mit der rechten Hand eine feste Wurzel umklammerte. Auf einmal schien der Widerstand der widerspenstigen Tochter gebrochen und der König wollte schon triumphieren, als ihm der Arm seiner Tochter ruckartig entgegenkam. Doch statt in Jubel brach er in einen Schreckensschrei aus, als er erkannte, dass er lediglich den blutigen linken Arm in den Händen hielt, den er ihr voller Zorn aus dem Leib gerissen hatte. Während er entsetzt sein Unterfangen aufgab und sich den blutigen Arm in den Händen halten, auf den Heimweg machte, blieb Nothburga in ihrer Zuflucht zurück. In der Nacht plagten den König das schlechte Gewissen, und so machte er sich gleich am nächsten Morgen auf, um seiner Tochter zu Hilfe zu eilen und um ihre Wunden zu versorgen. Doch als er an der Stelle ankam, an welche er die Verwundete zurückgelassen hatte, sah er, dass diese wohl auf war. Eine Schlange war in der Nacht in die Höhle gekrochen. In ihrem Maul brachte sie Nothburga heilende Kräuter, welche die Blutung stillten und die Wunde in schnellster Zeit verheilen ließen. Jetzt sah der Mann ein, dass nur ein Wunder seine Tochter gerettet hatte. Er ließ sich taufen und verfügte, dass alle seine Untertanen ebenfalls zum christlichen Glauben übertreten sollten. Nothburga aber blieb in der Höhle und wurde schon zu Lebzeiten wie eine Heilige verehrt. In der Nacht, als sie starb, erstrahlte am Himmel ein helles Licht und man beschloss, ihr zu Ehren eine Kapelle zu errichten. Die Menschen betteten ihren Leichnam auf einen Ochsenkarren und spannten zwei gewaltige weiße Stiere an.
Kein Fuhrmann übernahm das Steuer. Stattdessen trieb man die Tiere an und ließ sie sich ihren Weg selbst suchen. An der Stelle, an der der Karren zum Halten kam, wurde das Grab für Nordburga ausgehoben und über ihr ein Gotteshaus errichtet. Dieses steht noch heute in Hochhausen am Neckar. Die Sage der heiligen Nordburga ist wohl eine der bekanntesten Sagen im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie gehört aber auch zu den vielschichtigsten. Jetzt tasten wir uns langsam mal an den Kern der Sage heran. Der Vater war Heide, Nordburga war schon getauft. Lässt das auf die Entstehungszeit der Sage schließen? Oder ist die Sage vielleicht sogar viel älter, als man vermutet? Wir haben ja in der Serie jetzt schon öfters darüber gesprochen, dass viele Sagen einen uralten, jungsteinzeitlichen Kern haben. Und auch hier haben wir ein Kernmotiv, das sehr, sehr alt ist und weit vor der Christianisierung zu verorten ist. Der jungsteinzeitliche Kern könnte man so beschreiben. Hauptsächlich geht es um eine jungfräuliche Göttin oder eine jungfräuliche Priesterin, die verheiratet werden soll mit einem wahrscheinlich unrechtmäßigen Anwärter. Später hat man daraus einen Heiden gemacht als Makel, aber wahrscheinlich war es eine Charakterschwäche oder sonst etwas Ähnliches. Man nannte das so eine Art große Ehe. Das heißt, man hatte das Männliche mit dem Weiblichen, die Priesterin mit dem König verbunden, um eine Legitimation auch für den König zu haben. So wie man dann später gesagt hat, er ist König von Gottes Gnaden, wurde das durch diese Ehe mit der Priesterin, der symbolischen Ehe mit der Priesterin gezeigt. Das hat auch was mit Fruchtbarkeit zu tun. Ja? Also nur ein König, dem man zutraut, dass er dem Land Fruchtbarkeit und gute Ernten bringt und durch seine Weisheit, dem traute man auch zu, ein richtiger und wahrhafter König zu sein. Es gibt sogar Legenden, die sagen, dass wenn der König alt und schwach und ja auch nicht mehr so zeugungsfähig ist, dass er dann auch seine Königswürde verliert. Das Thema Christianisierung spielt schon eine Rolle, weil wir haben ganz, ganz viele Symbole aus dieser indoeuropäischen, sagt man heute, also aus dieser keltisch-germanischen Tradition, also heidnische Symbole, die sich erhalten haben, auf die man dann auch später noch im Detail gern eingehen. Jetzt sind die zum Glück durch gerade die irische Mythologie irgendwann auch mal verschriftlicht worden. Und das Schöne ist ja, dass diejenigen, die hier die Germanen in der Gegend, also die Franken, die sich dann am Neckar ausgebreitet haben, ja, irische, schottische Mönche waren und diese Erzähltraditionen ja durchaus gekannt haben und dadurch die Dinge auch mitgebracht. Also da ist durchaus eine Erinnerung da und man hat diese Literatur, die man ja gekannt hat als Mönch aus Irland oder Schottland, durchaus auch mitverarbeitet. Und da spielt das durchaus eine Rolle. Jetzt hast du ja gesagt, späte Christianisierung, tatsächlich ist da auch so ein kleiner Hinweis drauf, weil die Christianisierung war ja im 7. Jahrhundert von der Oberschicht ausgehend zur Unterschicht. Und das kommt ja in der Sage auch vor, der alte König lässt sich taufen und dann auch sein ganzes Volk. Und das haben wir hier in der Gegend ganz oft, dass es noch so ein paar kleine Hinweise gibt, dass die normale Landbevölkerung zwar offiziell getauft ist, aber dann doch ja, den alten Praktiken weiterhin folgt. Da gibt es diese vielen kleinen wilden Weibel zum Beispiel, wie diejenige, die am Katzenbuckel haust. Das sind dann wohl ja, die alten Priesterinnen, die halt immer noch solche klassischen Zaubereien und Kulthandlungen vornehmen. Bis in welche Zeit sind diese alten Traditionen oder Überreste des alten Glaubens denn noch erhalten geblieben? Es lässt sich ganz schlecht sagen, inwiefern das auch wirklich Bestandteil des Alltags war. Ein richtig guter Hinweis auf das, dass es sich kein sind, ja unsere Sagen, weil sie sind, diese ganzen alten heidnischen Sachen sind in der Erinnerung geblieben. Und natürlich wurden die immer weniger. Und gerade dadurch, dass man alte heidnische Geschichten zum Beispiel in eine Heiligenlegende, wie die von der Nordburga aufgenommen hat, hat man einfach die Möglichkeit gehabt, von der Kirchenobrigkeit her den neuen Glauben immer stärker auch im Alltag zu verfestigen. Und man könnte sagen, wenn man vom frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert, Beginn der Christianisierung ausgeht, dass so eine richtige Durchchristianisierung im hohen Mittelalter
im 12., 13. Jahrhundert mit Sicherheit abgeschlossen ist. Jetzt hast du ein gutes Stichwort gebracht, und zwar die klassische Heiligenvita, mit der wir es bei der Notburger Sage ja zu tun haben. Auf der anderen Seite strotzt die Sage ja einfach nur so vor Motiven aus vorchristlicher Zeit, wie beispielsweise Tiersymbolik, die ganz stark ins Auge sticht. Ja, das Schöne ist, diese Tiersymbolik ist ja unter anderem an der bronzenen Tür der Kapelle auch dargestellt. Da finden wir die Tiere alle nochmal. Und ich möchte mit dem ersten anfangen, das ist der Hirsch. Ein weißer Hirsch, die Farbe weiß bei Tieren, kommt gerade in der irischen Mythologie und in der irischen Geschichtsschreibung immer dann vor, wenn es ein Tier ist, das aus der Feenwelt kommt oder aus der Anderswelt, diesem Parallelreich der Toten und der Seelen. Also die Farbe weiß weist darauf hin. Und der Hirsch ist wirklich das archaischste Tiersymbol in Mitteleuropa. Einen ersten Hinweis finden wir bei den Höhlenmalereien von Trois-Fères in den Pyrenäen, wo so ein Zwitterwesen zwischen Hirsch und Mensch gezeigt wird. Also das könnte tatsächlich eine der ersten Darstellungen männlicher Götter auch sein oder einer schamanischen Praxis in Mitteleuropa. Und dieser Hirsch hat natürlich auch dieses tolle Geweih, das immer auch darauf hinweist, dass das wie eine Art Krone ist. Man sagt ja auch, das ist der König des Waldes. Und von daher hat der Hirsch da eine ganz, ganz starke Symbolik, weil er ja eigentlich auch der erste Mann ist, der diese Jungfrau mit sich nimmt. Also vielleicht ist er symbolisch eher für diesen rechtmäßigen Ehemann, für den richtigen, wahren König zu sehen. Das nächste Tier, das auftaucht, ist die Schlange. Geht das in eine ganz andere Richtung oder kommt aus einer ganz anderen Kultur? Ja, also die Schlange ist das Gegenteil zum Hirsch. Das steht nämlich für die Weiblichkeit. Auch wieder weiß, auch wieder die Farbe für die Anderswelt, für ein Geistertier. Die Schlange ist wie kein anderes Tier ein Symbol für die Heilung, wie wir ja heute noch am Äskulapstaat aus der griechischen Mythologie sehen. Und die Schlange steht hier wieder für die große Göttin. Wenn man sich eine Schlange zusammengerollt vorstellt, sehen wir in ihr die Spirale. Und die Spirale ist ein uraltes Zeichen für die Lebenskraft, für Energie, für Weiblichkeit, für Fruchtbarkeit. Denke mal hier an die keltische Triskele zum Beispiel. Ein Zeichen für die Heiligkeit der Notburger, auch schon aus einer viel älteren Zeit, wo sie vielleicht als Göttin verehrt wurde. Kommen wir zum letzten Tiermotiv, die weißen Stiere. Stiere kennt man ja auch aus der römischen Kultur, beispielsweise dem Mithraskult, ziemlich gut. Könnte es sein, dass da ein kleiner Einfluss auch noch dazu gekommen ist? Also ob die Stiere etwas mit dem Mithraskult zu tun haben, da war es ja auch nur einer. Das ist meines Erachtens nicht belegt, aber Rom ist ein gutes Stichwort, weil der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat einen Hinweis gegeben, als er nämlich Umzüge für die Göttin Nertus bei den Germanen beschreibt, wo weiße Stiere das Heiligtum der Göttin in einem großen Umzug gezogen haben. Und da haben wir ja eine ganz starke Parallele von Notburga, die auf so einem Karren liegt und von weißen Stieren gezogen wird. Wo wir noch so ein bisschen einen weiteren Hinweis haben, dass es auch zum Thema Bestattung eine wichtige Rolle spielt, die Stiere, und sind ja auch aus der Archäologie Wagenbestattungen bekannt, sowohl in Skandinavien als aber auch in Deutschland. Und ganz in der Nähe von Mörtelstein Richtung Breitenbronn, wurde ja in den 20er Jahren ein Hügelgrab ausgegraben, wo man Reste einer Radnarbe gefunden hat. Auch da ganz, ganz starker Widerhall. Ich glaube jetzt nicht, dass der Schreiber der Heiligenvita das gewusst hat, aber einfach auch der Hinweis, der Wagen, der gezogen wird, ist tatsächlich dieses Übergangsgefährt ins Totenreich, weshalb auch zum Beispiel die Grabanlage am Glauberg in Hessen für einen großen keltischen Fürsten unter anderem eine extra Straße für einen Wagen ins Grab beinhaltet hat. Jetzt sind wir mit den ganzen Hügelgräbern ja schon mal unter der Erde. Auch Notburger flüchtet sich irgendwo in die Erde hinein, eine Höhle. Ist diese lokalisierbar oder handelt es sich dabei auch um ein weiteres Symbol der Sage? Naja, es handelt sich tatsächlich um beides. Erstmal zum Symbol. Also für unsere Vorfahren war die Erde ja ein lebendiges Wesen. Die Erde war wie eine Mutter für unsere Vorfahren. Und wenn wir uns eine Höhle vorstellen, eine Höhle ist beschützend.
eine Höhle ist ein anderer Ort, wenn man in einer Höhle drin sitzt. Ja, das hat so was Heimeliges. Und das ist wie der Göttin ganz nah zu sein auch. Wie im Schoß der Göttin zu sein, ganz nah bei der Göttin zu sein. Und diese Nordburger Höhle gibt es tatsächlich. Wir hatten vor einiger Zeit eine Führung in der Nordburger Kirche in Hochhausen mit dem Vorstand des Fördervereins. Und er hat uns erzählt, dass es eine Nordburger Höhle wohl früher schon gegeben hatte am Neckar Hochufer, dass die aber durch die vielen Hochwasser am Neckar zerstört wurde. Aber es gibt immer noch eine Höhle, die aber eigentlich nicht mehr zugänglich ist. Ja, also die lässt sich tatsächlich noch lokalisieren und ist auch unter den Einheimischen bekannt. Nun gibt es ja noch ein ziemlich grausames Motiv in der Sage, und zwar das des rausgerissenen Armes. Das lässt mich jetzt ganz spontan an die nordische Mythologie denken, beispielsweise als König Beowulf dem Unhold Grindel den Arm ausreißt oder auch der Gott Tyr aus dem Norden, der Gott des Krieges und der Gerechtigkeit. Aber wie kommt so ein Motiv in eine Heiligenvita? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Wenn wir uns die Tiersymbolik angucken, können wir davon ausgehen, dass derjenige, der sie verfasst hat, ein sehr belesener Mann war. Schwierig ist es trotzdem, da einen Bezug hinzukriegen. Wir können uns vorstellen, dass er vielleicht den Beowulf-Mythos gekannt hat, der auch sehr früh im angelsächsischen, englischen Bereich verschriftlicht wurde und sozusagen fast schon eine Parallele ist zu diesen irischen Legenden, auf die er sich bezogen hat. Bei Tyr sehe ich tatsächlich eine Problematik, dass der Verlust des Arms, in dem der Gott Tyr dem riesigen Wolf Fenris den Arm ins Maul legte und dann weggebissen wurde, dass dieses Motiv eher sehr, sehr, sehr spät in der Edda-Dichtung des Snorri Sturluson auftaucht und ja, der Verfasser der Heiligenvita es gar nicht gekannt haben könnte. Das Herausreißen des Arms hat für mich eher eine Symbolik, die einfach diese Widerstreiten von unterschiedlichen Kräften einfach auch zeigt. Ganz stark finde ich die Aussage, dass es sich um den linken Arm handelt. Also der rechte Arm mit der rechten Hand, das ist ja der Arm, der in der abendländischen Mythologie immer den rechten Weg weist. Und das linke, das man da auch ausgerissen hat, das ist immer so ein bisschen mit Zauberei und alten heidnischen Praktiken verbunden. Also schon interessant, dass es der linke Arm war, der dann da verloren ging. Würdest du daraus jetzt darauf schließen, dass sich da auch irgendwo so ein bisschen die Transformation der Sage von der heidnischen, paganen Welt ins christliche Glaubentum manifestiert? Schon, ne? Also man hat diesen linken Arm ausgerissen, also man hat ihr sozusagen die letzten Reste der Zauberei genommen. Und dadurch wird sie ja ein reines, heiliges Wesen, wo sogar nicht mal mehr diese linke Hand vorhanden ist. Im Englischen sagt man ja für Zauberei auch Left Hand Path, also der Weg zur linken Hand. Und das ist einfach nicht mehr da. Also das ist wie eine Art Reinigung. Und das löst ja dann auch gleich bei dem heidnischen Vater so ein fürchterliches Entsetzen aus, dass er dann am nächsten Tag die Heilung seiner Tochter als christliches Wunder identifiziert und sagt, so, okay, jetzt, sie ist eine Heilige und jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss ich mich bekehren lassen. Womit wir gänzlich beim Christentum angekommen wären. Das nächste Motiv, das in der Sage auftaucht, ist uns bei den Nonnen von Dallau schon mal untergekommen, und zwar das helle Licht am Himmel in dem Moment, als Nordburger stirbt. Korrespondiert es mit dem hellen Licht der Nonnen? Oder ist etwas ganz anderes diesmal gemeint? Das ist das Allergleiche. Also wenn wir hier von hellem Licht oder einem hellen Strahlen auch wieder sprechen, dann erhebt es die Nordburger wirklich in einen göttlichen Glanz. Und wie gesagt, in der Mythologie sind die Gestirne ganz arg wichtig. Und das verleiht ihr einfach diese Göttlichkeit, die sie entweder in der alten Götterwelt hatte und auch jetzt in der christlichen Welt hat. Es gibt ja so ein, ja, den Mythos der Göttlichkeit in jedweder Welt. Die Kapelle in Hochhausen, die der Nordburger geweiht ist, die gibt es ja tatsächlich. Wart ihr schon mal da? Was ist dort noch zu sehen? Ja, also wir waren wirklich schon mal da. Wir haben uns gemeldet und wir bekamen eine
Privatführung mit dem Vorsitzenden des Fördervereins. Sie ist normal abgeschlossen. Da gab es auch schon mal einen Kunstraub. Und aber auch Nachfrage kann man die sicherlich auch mal besichtigen. Die haben vielleicht auch mal Tag der offenen Tür. Wir bekamen eine ganz fantastische Führung mit dem Herrn, der uns alles gezeigt hat. Und in der Nottburger Kapelle ist wirklich ein wunderschöner Sarkophag mit der Nottburger, die da liegt und mit blauem Gewand und mit diesem, mit ohne Arm und mit der Schlange. Also ganz, ganz toll. Und also das lohnt sich wirklich ein Besuch da. Ja, die Höhle, wie gesagt, soll es auch noch wo geben. Ja, aber das wissen nur die Einheimischen, wo die ist. Könnte man so weit gehen zu sagen, dass die Sage der heiligen Nottburger so gesehen das Paradebeispiel für die Entwicklung von Sagen oder auch von der Gesellschaft der damaligen Zeit ist? Ja, tatsächlich eine wunderschöne Geschichte, die uns mitnimmt von der jungen Steinzeit über die Zeit der Kelten und Germanen bis hin zur Christianisierung der Franken hier in unserer Gegend. Und von daher hat sie tatsächlich diesen unglaublichen Symbolwert und zeigt uns auf, ja, woher wir kommen, und hat damit auch diese Funktion der Sage als Rückschau auf uns und unsere Vorfahren erfüllt sie zu 100%. Weniger bekannt als die Sage der Nottburger sind die Erzählungen um die wilde Jagd oder auch das wilde Heer, wie man es nennt. Allerdings ist das ein Motiv, das flächendeckend allüberall im Odenwald auftritt und mit dem wir uns in unserer nächsten Folge beschäftigen werden. Miriam und Peter Seißler haben im Jahr 2022 im Regionalia Verlag ihr Buch Sagen und Legenden aus dem Odenwald veröffentlicht. Der Odenwald ist groß und birgt viele Geschichten, auf deren Spurensuche sich jeder begeben kann, der Lust dazu hat.